Vom Game hört man nichts. Oh. Hört's nichts? Dröhnt ein bisschen. Hä? Ja, es dröhnt. Nein, ich höre das Dröhnen. Doch ein Dröhnen. Ja. Das ist das Spiel. Also da ist jetzt... Also das ist ein Horrorgame. Da war jetzt... Das ist ein Horrorgame, das dröhnt. Da war jetzt nicht das zu erwarten. Das war jetzt nicht... Das ist ein Horrorgame, ne? Ihr wisst schon, dass es atmosphärisch sein soll. Ne? Also nicht, dass der kleine Pumuck gegen. Also, ich hoffe, das war klar. Ich höre nichts. Das ist ein Spiel. Was habt ihr erwartet als Intro-Musik? Ich gehe mal einfach ins Spiel rein. Vielleicht geht's ja jetzt. Das hört's ja, oder jetzt? Das hört's ja. Okay. Okay. Okay, bin am Handy, hör das. Hallo, Kasi. Ich höre nichts mehr. Habt ihr das Husten gerade gehört? Nachbar sagt auch, ist okay. Ich finde das schon genau richtig. Okay. Weil einige sagen, das ist nicht hören. Das wundert mich. Also im Prinzip, wenn einer alles hört, dann müssten alle alles hören. Weil. Na? Okay. Gut. Klar und deutlich. Okay. Weil einige wirklich gesagt, das hören nichts. Okay. Am PC ja mit Kopfhörern. Okay. Ui, ich höre nichts mehr. Oh, Pumpkin, aber das liegt ja nicht in mir, oder? Ich kann nicht auch Zeigensprache. Okay. Gut, meine Putzels. Herzlich willkommen. So, wir sind in die Backrooms. Wer kennt die Backrooms nicht? Kurz zur Erklärung, wer kennt die Backrooms nicht? Julie, vielen Dank. Danke nochmal. Dankeschön. Wer kennt die Backrooms nicht? Aber ich glaube, mittlerweile kennt es alle, oder? Einige kennen die Backrooms. Okay. Okay, gut, einige kennen die Backrooms nicht. Okay. Malibu, danke für 32 Monate, vielen Dank. Okay. Okay, für die Leute, die Backrooms nicht kennen, die Backrooms ist mehr oder weniger so eine Creepypasta. Nämlich so eine Horror-Story, wo die Community eigentlich so die Story macht. Da gibt's nur eine Idee, und die Idee ist, dass man in so alte Büroräume reinglitscht. So, man ist auf der Welt irgendwo und in der echten Welt ist irgendwo ein Glitch. So quasi ein Fin in der Matrix. Und dann rutschst du durch und landest hier. Du kannst einkaufen gehen und gehst spazieren, auf einmal blub, fliegst durch den Boden und landest hier. Das ist so die Story. Und dann gibt es von diesen Backrooms gibt es super viele Level. Es gibt super viele Level von diesen Backrooms. Und das ist eigentlich so das erste und bekannteste Level. Nämlich, es ist einfach so ein Level mit so alte gelbe Tapete, Neonröhrenlichter, so wie im alten Büro, so dröhnen und so ein Teppichboden. Und die Luft ist so warm und so staubig und alles. Ne? Und es geht darum, wenn du in diese Backrooms glitscht, wie kommst du hier wieder raus? So, das ist so die Idee davon. Und in diesen Dings, es gibt mehrere Level. Und manche Level beinhalten, dass du zum Beispiel 30 Kilometer in eine Richtung laufen musst und dich ein Monster verfolgt. Und wenn du zu langsam bist, stirbst du. Also es gibt so mehrere so, oder ein Level ist, dass du in einem riesengroßen See paddeln musst. Und unten schwimmt ein riesengroßer Fisch. Und du, so, das ist alles. Und das sind aber Level von der Community. Also von Zuschauern entwickelt. Also es ist jetzt nicht, also das macht kein Tutor, sondern das machen viele. Und es gibt halt Milliarden von Leveln. Und das ist das bekannteste eigentlich, das erste. Ich glaube, ich gehe schönen Abend noch. Mutti, was ist los, Mutti? Du bleibst jetzt da. Lönrik, danke für 18 Monate und Giftzwerge, danke für 5. Vielen Dank euch. Gut, dass ich das nicht in echt, sonst wäre vermutlich schon längst da. So viel Spaß mit euch jetzt in den Tag. Ey, sind Sie okay? Gute Besserung, mein Schatz, und hol dir einen Tee. Ich geh mal in die...
Ich hol. Oh. Da wird's aber sehr dunkel. Habe ich eine Taschenlampe? Okay, da wird's aber sehr dunkel. Okay. Okay, alles gut. Ich erschrecke mich immer so. Ach, Mutti, alles gut. Oh. Nee, Mama, da erschreckt man sich nicht. Das ist ein Horrorgame, wo man unerschreckbar ist, Mutti. Das funktioniert wie bei SCP-Welt. Die wird auch von den. Genau, ist wie SCP, wird auch von den Fans geschrieben. Genau. Ey, Mappe zurück, mein Schatz. So. Und wir sind da jetzt irgendwie in diese Welt reingeflogen. Oh, ich habe nur rechts gemacht. Okay. Na, Mutti, wenn du willst, kann's gehen, alles gut. Eins geht, ist hier richtig erschreckendes Putzi. Hallo, Lex, mein Schatz, wie geht's dir? Und Luni, danke für 31 Monate. Vielen Dank. Bin ich hingefallen, oder wie? Bin ich gerade gestolpert? Ich glaube ja. Nee, meine Hübsche! Ich glaube, ich bin gerade gestolpert. Die Backrooms sind noch eine SCP. Nee, SCP und Backrooms sind was unterschiedlich. Also es ist dasselbe vom Prinzip her. Aber die Backrooms ist auch wie SCP. Also SCP sind halt Monster und das sind halt Level. Die sind zwei verschiedene Sachen, aber vom Prinzip ist es dasselbe. Es gibt auch in den Backrooms Monster. Ich kann das nicht allein spielen, weil eure Dinge sind so schlimm. Die Kleine fängt langsam zu zahnen, Mappe zockt. Küsschen an die Baby. Ich habe aber keine Taschenlampe, oder? Oh. Ich habe Angst, was vor mir ist. Okay, nix. What the hell? Das ist aber. Oh, Captain Yuki, danke für 4 Monate. Danke, mein Schatz. Da ist so blau. Was war jetzt? Oh, Queen of Hell, danke für 3 Monate. Ich will nicht hin. Ich gehe lieber so. Habt ihr irgendwas gesehen? Nein, nur den Schrei gehört. Okay. Oh, Lopitz, danke für den Pinsel. Baum. Lopitz, danke schön. Boah, ist das Schimmel? Das ist Schimmel! Oh Gott, das ist ja super gesundheitsschädlich hier zu sein! Das ist Schimmel! Das ist Schwarzschimmel! Juli, ich habe eine hübsche. Vielen Dank nochmal für den Support. Vielen Dank. Aber nicht zu tief einatmen, das ist Schwarzschimmel. Wir kamen von da hinten. Da war diese Wand, dieser Riss da. Oh. Ich geh da nach drüben. Ich geh da, wo es blau ist. Papsi, danke dir, meine Hübsche. Vielen Dank für 20 Euro. Und Julie, danke für 30. Danke euch beiden. Oh, Leute. Für die Donation. Leute, jetzt kommt's runter. Warum ist hier blaues Licht? Oh. LKW-Mechaniker, ich sehe dich. 5 Euro. LKW-Mechaniker. Du Schwein. Ich habe mich gerade gefühlt, einfach 5 Euro. Dankeschön. Schöne Grüße an die kleine Mechaniker. Oh. Ich habe immer Angst, dass ich so durch den Spalt schaue, dass was kommt. Was macht das blaue Licht? Es leuchtet blau. Oh. Ich habe immer dahin schon, da wabbert alles so. Mopsi, danke für den Pitzel, danke mein Hübsche. Macht sich keine Sorgen um die Monster, sondern um den Schimmel. Ja gut, die Monster habe ich ja noch nicht gesehen, aber den Schimmel schon.
Chat, wir haben ein Schimmelproblem. Oh, da hinten, das ist aber ganz komisch, wie meine Dame. Oh, Babsi und ich habe mich gerade, vielen Dank euch beide nochmal, dankeschön. Und willkommen in den Backrooms. Wenn ich nicht rauskomme, kommt sie auch nicht raus. So. Hey, geht's auch lang? Ich gehe trotzdem in die andere Richtung nochmal. Was tut jetzt schneller, der Schimmel oder die Monster? Ich glaube, in dem Spiel, in der Story ist es ja wirklich so, dass der, dass die Luft, dass du dir auch eine Krankheit holst durch die Luft, weil die Luft verpestet ist oder so. Ist das nicht so? Oder bin ich da falsch informiert? Aber den Schimmel möchte ich auch nicht einatmen. Ich habe irgendwie Angst, was zu sehen. Oh, wenn einfach so dunkel ist. Oh, ja, Moppet zockt meine hübsche Feed einfach für 5 Euro. Oh, Moppet. Du, Moppet, von mir auch mal wieder. Was bleibst du, wie du bist? Dann grüß den Ohr. Moppet. Oh. Ich will alles sehen. Ich habe Angst, es zu verpassen. Okay. Muppet zockt wieder für 5 Euro und herzlich willkommen in der Schimmelhölle. Muppet, die Noe ist krank. Aber da, ich riech sie aus. Die schaut eh gerade zu. Muppet, vielen Dank. Danke für den Support und schön, dass Sie da sind. Wie geht's dir? Und danke wieder mal für den Support. Dankeschön. Und LKW-Mechanik, auch danke dir. Wir gehen rechts. Oh, kann ich da durch? Das sieht so aus, als könnte ich durchgehen. Nee. Weil es ist die 1:1-Kerbung. Okay. Shiro-san, vielen lieben Dank für den Support und ich habe mich sehr gefreut auf Japan. Oh, hier geht's in die Kantine. Oh. Das ist ja der neue Razer. Gestern mein Knusstream sogar den Entwickler. Bei dem Spiel? Ina? Echt? Reveal ist ein mega geiles Game von deutschen Entwicklern. Ach so, das wusste ich gar nicht. Warte mal, Ina, bei Reveal oder bei dem Spiel waren die anwesend? Reveal. Da kommen die vielleicht heute auch. Putzis Pixis gern Möbelnutz eingeladen. Gleich kommt man durch. Oh. Ich schau mich aber vorher noch hier um, Chat. Ich hoffe, es ist okay. Oh no! Es hat gepoltert! Wir haben ein Rattenproblem. Okay. Hallo Yukikumagashi, hallo mein Hübscher. Wie geht's dir? Ich will mich vorher noch umschauen, Chat. Das war der Shiro-san, der sich verlaufen hat. Shiro-san, vielen lieben Dank und danke auch für das Paket. Shiro-san, danke für deinen Support die letzten Monate. Vielen lieben Dank und schön, dass du da bist. Ich hoffe, du hast es noch nicht bereut und ich hoffe, Japan hat dich nicht arm gemacht. So wie es bei uns der Fall war. Shiro-san, aber jetzt falls mal drauf, es war doch erst Japan. Erst schimmelt jetzt dran die Putzkanone, er hat wohl Urlaub. Wir haben ein Malik-Problem. Ich verstehe den Sinnbewegung nicht. Kann mir jemand sagen, ob wir verfolgt werden oder ob es einfach ein Labyrinth ist? Eine Sekunde, lass einfach auf dich zukommen. Es ist einfach, es soll dich so ein bisschen mürbe machen. Und es ist creepy. Es passieren Sachen. Du siehst ja, geh dann weiter. Draw your fawn path. Einsamkeit? Erinnere dich an mich. Was ist das? Oh. Was habe ich da aufgehoben? Dosen? Oh, mittlere Maustaste!
Chat, macht's mal kurz eure Augen zu. Chat, kurz eure Augen zu machen. Augen zu machen. Augen zu. Macht's eure Augen zu. Okay, könnt ihr wieder aufmachen. Oh, die Backrooms sind so gruselig. Hoffentlich ist da keiner drin. Oh! So eine Frechheit. Ein Kaktus! Oh! Ein Kaktus geht so! Kannst du es glauben? Sollte ich ein Pimmel werden. Könnte aber auch ein Hut sein. Oder? Schau! Okay, aber ich kann jetzt zeichnen. So, warte, ich hier, Kopia. Ich meine, und Shirosan. Ich schreibe nur Shiro ist kürzer. Shiro. So, das ist bei manchen so diesen Pool-Streamern, die schreiben dann immer irgendwas auf die Banane. Ich schreib's hier in die Wand. So. Remember me. Okay. So. Ich will auch auf die Banane. Kann ich da durch? Hab ich denn geschrieben, schreib Putzi alle Subs an die Wand. So mache ich's. Oh, oh. Ich markiere mal. Also ich bin ja so hier gegangen. Und dann bin ich hier rechts gegangen. Ich markiere mal einfach mal. Oh, warum habe ich keine Taschenlampe? Aber er muss da beim Pool sitzen. Da hinten ist hell. Oh. Da ist... Da ist Arsch. So, zurück. Vorwiel, danke für 8 Monate. Vielen lieben Dank. Und Joko, danke für 600 Bitzel. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Da müssen wir nicht lang. Ist der Stifter größer als hier? Ah, ja doch, ist er wirklich. Okay, wir gehen mal da lang. Zip und Zip, mein Hübscher, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen und hallo, Rosa. Und ich glaube, ich habe noch gar nicht Hallo gesagt. Ich geh mal weiter. Okay, von da komme ich. Jetzt habe ich Kopfkino. Wieso? Davon lasse ich mich aufhalten. Ja, Rosonie, ich danke dir dafür, dass du aktiv bist. Vielen Dank. Ich bin da nach links gegangen. So nach links. Ey, hab ich hier nicht Skal, gell? Also, bis jetzt haben wir noch nicht so viel gesehen. Da ist eine Tür. Wir gehen mal ran. Shirosan! Jetzt reicht's aber! Ich weiß nicht, ob ich da rein sollte. Oh! Oh! Oh, oh! Ich weiß nicht, ob wir gehen noch vor woanders hin. Ja, wir schauen uns noch um. Wir lassen Gefühle zu. So. Ich schau mich noch um. Okay. Aber wisst ihr was? Wenn ich bald alles anmal, dann weiß ich, dann kann ich mich wirklich gut orientieren. Bei der Wiki links rein. Ja, da. Wiki, vielen Dank nochmal. Dankeschön. Vicky, kriegst du noch Herz, komm her. So. So. Okay. Chat. Oh, krass, da hat ein Überlebender OO geschrieben. Oh, ich glaube, da soll ich rein. Oh, oh. Alle Namen, die im Spiel geschrieben werden, landen in den Backrooms. Alle Namen, die im Spiel geschrieben werden, landen in den Backrooms. D
Eure Namen sind zu lang! So, Chat, damit ich nicht so alleine bin. Damit meine ich euch alle. Bis gleich. Ich lasse euch schon mal ein paar Markierungen da, damit ihr wisst, wo ich bin, okay? So, ihr kommt alle rein. Kat, Nika, auch der Dragon Boy, ihr kommt alle rein. So, bis gleich. Ich habe euch schon mal hier ein paar Markierungen, damit ihr wisst, wo ich bin. Juli-chan. Oh, Juli, die muss ich auch noch aufschreiben. Juli, vielen Dank mal von vorhin. So, das heißt Chan. Okay. Da flackert's Glühbirndl. Boah, das Spiel ist aber hübsch, oder? Also, das Spiel ist schon sehr hübsch, ne? Ich möchte auch dabei sein. Ich hab dich aufgeschrieben, der ganze Chat ist da. Du musst alle aufschreiben. Ich glaube, dann würden die ersten Buchstaben wieder verschwinden, weil das Spiel wahrscheinlich gar nicht so viel merken kann. Kann ich auch einen Boden malen? Oh. Ich könnte einfach den Boden entlanglaufen und mir das so merken. Aber ich glaube, dann würden, wie gesagt, am Anfang wieder verschwinden, oder? Itza, danke 16 Monate Prime Sub, vielen lieben Dank, Itza, danke schön, vielen lieben Dank. Itza, wir fahren nach Ibiza. Ha! Ha! Guten Joke. Und Obstwuchs, danke für 16 Monate, auch 16. Ich bin zwar oft nicht da und meist nur Lurk, aber deine Stimmen sind echt wirklich toll, wenn ich mal die Chance bekomme. Obstwuchs. Ich schreibe Obst. Und ein Herzi, weil du zu süß bist zu mir. So. Ein bisschen Angst habe ich jetzt. Oh. War da nicht gerade ein Ventilator zu sehen? Nee. Queen of Hell, hallo, mein Hübscher, wie geht's dir? Was hast du bestellt, Viking, für ein Kraftbier? Ist das eine Neonlampe? Hallo Vincent. Oh, da kommt was. Man geht so drauf zu. Ich mache schon weiter. Soll ich den scheiß Ball zurückwerfen? Och, Vicky, Angie, vielen lieben Dank, da mach ich doch gleich mit. Und Angie, was hast du bestellt? Vielen Dank für den Support, Angie. Dankeschön, meine Hübsche. Und schön, dass du da bist. Kann ich ihn aufheben? Ich kann ihn aufheben! Ich soll ihn. Angie. Soll ich ihn da reinwerfen? Soll ich? Oh, nee. Du Drecksau! Aui! Du, hallo, bis jetzt? Trau dich noch einmal! Okay, sorry, ich hab's nicht so gemeint. Oder wenn ich mich umdrehe, steht hinter mir was. Oh. Ich schreibe für den nächsten drauf. Behalt den
Ball. So. Damit der Nächste von euch das weiß. Weil die Drecks hat nur gegen meinen Kopf geworfen. Ich schreib dann hier noch hin Wolf und Kali. So. Vielen Dank euch. Dankeschön. Okay, wir gehen da durch. Vielen Dank. Und danke Mix Mansel, Corleone, Paragrafin und Bohnenbaru. Vielen Dank fürs Sub. Herzlich willkommen zurück. Du? Hallo? Oh, ich hasse, wenn man... Es ist sehr beunruhigend, wenn auf einmal irgendwer anfängt zu schreien, Chat. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Man sollte den Tod immer mit gebührendem Respekt entgegentreten und viel Abstand. Also, wo, was genau läuft da so rum? Tanne, wir werden sehen. Was? Oh, Leute. Alborex! Alborex kriegt ein Medikament. Danke für neue Unterhose. Alborex kriegt ein Medikament. Und wenn du dann irgendwie die Abkürzung hast vielleicht ein paar Albo für mich. Alborex, danke für 5 Euro für die neue Unterhose. Alborex, ich danke dir für den Support. Leute, vielen lieben Dank. Ich schreibe Albo. Und ich meine Unterhose. So. Albo, danke für den Support. Dankeschön. Jetzt ist es auf einmal so grau hier. Und hier ist grün. Ich markiere den Weg. Oh. Wie geht's dir, Mandy? Wie geht's gut? Wie geht's dir, mein Scherz? Das Spiel ist super. Bis jetzt ist es sehr unterhaltsam. Grün ist die Hoffnung. Ja, wenn du das sagst, Pink Spider. Vielleicht freut sich der Nächste. So. Boah, bitte nicht sich hinter mir oder so. Whatever, aber für mich die Welt. Danke für 22 Monate. Dankeschön. Leute, vielen Dank für die ganzen Subs. Danke euch. Und die ganze Donation. Oh, Gottes Willen, eine Donation. Kann ich da runter? Oder ist da eine unsichtbare Mauer? Ich habe ein bisschen Angst, dass ich da nicht mehr hochkomme. Keine Sorge, nimm das Geld. Okay. Ich habe immer ein bisschen Angst. Dass Leute sagen, spiel doch. Chat, kurze Frage. Soll ich's probieren runter? Oder kann ich? Soll ich probieren runter? Oh. Also ja, ich glaube, das ist auch da. Ich gehe jetzt da runter. Ah, ich kann gar nicht runter. Ich meine aber trotzdem. Dann fragen sich die Leute, wie kam man da hin? Hab ich das gemalt? Hä? Ich bin ein Zauberer! Hä? Okay, ich muss doch da so gehen. Wie bei Yu-Gi-Oh! Puzzle. Ich mal so gerne. Ich finde, man sollte in jedem Spiel malen können. Weil warum? Malen macht immer Spaß im Spiel, wenn man es kann. Oh Gott, wo soll ich denn hin? Wahrscheinlich da, oder? Chat!
Und wie jede Kritzelei muss auch das sein. Das muss halt. Das. Ich hab. Keiner. Woher kommt das? Das haben alle in der Schule immer gemacht. Aber keiner weiß, wer das kommt. Aber warum? Was ist das? Bodensinnloch. Ich dachte schon, du malst einen Penis. Das würde ich nie. Aber das. Woher kommt das? Das sagt, alle kennen das. Alle kennen das. Hallo Party mit Hübsche! Wir haben das auch gemalt. Das ist von Smile. Ja, hä? Aber wer ist Smile? Hä, das ist so? Ja, aber das, aber dieses S, das haben irgendwie alle so gemalt. Das ist das krasse S. Und die noch krassesten Leute haben gemacht, das ist das Haus vom Nikolaus. Das haben die krassesten aller Krasse gemacht. Da kannst du mein nicht mithalten. Und mein Haus vom Nikolaus fängt immer mit einem N an. Ah, strong, Kalle, da ist wieder. Mega krass, geil. Und nebenan der Weihnachtsmann. Oh, ich glaube, ich muss da noch. Krass Haus. Und nebenan wohnt der Weihnachtsmann. Kenne ich gar nicht. Ich muss dazu. Kann ich da runterschauen? Boah, ich finde das auch so, diese, die, dass das so dreckig ist und so, ne? Dass das Glas und so, das finde ich super. Da gehen wir lieber nicht. Kann ich da rauf? Okay. Da hat jemand das Haus von Nikolaus gemalt. So ein Schmutzfink. Da wisch ich hier die ganze Zeit. Ich mal für euch wieder. Oh, Gunther. Wirst du die Zeitumstellung verkraftet? Gar nicht. Ich hatte eine Stunde weniger Schlaf. Nee, es geht. Man gewöhnt sich an alles. Das Haus von Nikolaus definitiv etwas Übernatürliches hier. Lazarus, du hast gedacht, die Backrooms sind mysteriös. Das Haus von Nikolaus ist mysteriös. Wer das nicht kennt, du musst dieses Haus malen in einer Linie, ohne abzusetzen. Also so, das ist das Haus vom Nico... Ah, scheiße, dieses... Unmöglich! Für manche. Okay, alles gut bis jetzt. Du bist einfach zu alt dafür inzwischen. Ich glaube, da vorne geht's weiter. Blümi, du gehst vor. Blümi, nicht die Sinti vorschieben, du gehst vor. Ja, wenn ich da drauf zugehe, passiert was. Pavi, Jenny. Ich höre die ganze Zeit zum Dröhnen um mich. Da geht's auch lang. Blümi, lass die Sinti jetzt in Ruhe, du gehst jetzt vor. Ruhe. Dacheln? Ich male für den neuen Spieler noch ein gruseliges Bild hin, dass der Angst hat, wenn er dann das Level betritt. Wie sich der erschrecken wird! Puh!
Boah, meine Dame, das war nicht für dich bestimmt, aber tut mir leid, dass ihr erschreckt hast. Selma und Infame, danke euch beiden für den Sub. Dankeschön. Wie geht's euch? In Lift rein. Wo fahren wir hin? Selma, hallo Liebchen. Ich kann nicht mehr schreiben! What the fuck? Es ist aber sehr laut hier unten. Oh, wo muss ich hin? Oh, ich... Watch it, es ist ein bisschen laut, Babys. Watch it, ich mach ein bisschen, es ist ein bisschen laut. Ich meine, es ist ja auch Nieseldurchlauf, aber es ist ein bisschen laut, oder? Ich mach ein bisschen leise. So, warte mal, ich hab ein bisschen leiser gemacht. Mikro! Das hört ein Mikrofon! Das... Ich hab nicht gedacht, dass ein Mikrofon hört! Warum? Wieso? Hallo? Hallo? Da flackert ein Lamperl, oh je. Chat, ein Lamperl flackert, ein Lamperl flackert. Vielleicht hören dich die Zuschauer so besser. Ah, what the fuck? Oh, Mutti. Oh shit, ich muss... Oh Gott, ich muss bleiben, wo die Lampen sind, oder? Ich muss bleiben, wo die Lampen sind, Chat. Oh shit. Wohin? Oh, darüber. Ich sollte dort bleiben, wo es hell ist wahrscheinlich, oder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, oh, oh. Nimm links, ich will nicht mehr... Taschenlampe. Oh ne! Oh ne! Anix, du gehst vor! Ich bin aber zu neugierig, ich will wieder. Okay, ich geh, ich geh, ich geh, ich geh, ich geh, ich geh, ich geh. Oh! Oh, das war unheimlich. Das Game ist super bis jetzt. Es ist nur eine Demo, Chat. Es ist nur eine Demo. Ich will... Ich bin wieder da. Oh. Oh, hat den Lift genommen. Mutti? Oh, okay. Wir sind safe. Oh, oh. Rutsch ich da jetzt rund und fliege in das Loch rein. Okay, alles gut. Keine Vorwarnung, Chat. Oh Gott, das habe ich jetzt, was mache ich da für einen Riesenstrich? Oh Gott. Okay, nicht. Okay, Chat, vorsichtig.
Für euch. Oh Gott. Man kann's nicht lesen, aber es soll Vorsicht heißen, ja? In den Vorsicht ist, in den Backrooms ist alles komischer. Nicht reinplumpsen. Mimi, nicht reinplumpsen. Geh mir, Antonia, geh mir nach, damit du den Weg findest. Okay, ich bin diesen Weg gegangen, ja? Wo? Charlene, danke für 18 Monate. Vielen Dank, mein Schatz. Dankeschön. Das ist Paint in 3D. Oh, die Tür ist offen. Für die Nachhut. Tür. Offen. Oh nee, jetzt ist aber dunkel. Oh. Habe ich keine Taschenlampe? Warum habe ich keine... Oh, ich hab Taschenlampe. Gott sei Dank, super Schnitzel, ich habe Taschenlampe. Der PC läuft. Super Schnitzel, wie geht's dir, mein Schatz? Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ich kann nicht mehr malen. Ohne dich hätten wir nie gesehen, dass die Tür offen war. Ich... Für die, die nachkommen, war das. Hä? Siehst du, Zed? Das ist ein Raucherhusten. Ganz klarer Fall. Ein Linksklick. Wo, Antonia, da haben wir's. Sind wir deswegen nicht rauchen? Mit Jimin. Nicht, mit Jimin raucht eh nicht. Weil wir spielen heute Reveal. Ich hoffe, du bist ready. Der Walter war einer von denen, die dieses Spiel so empfohlen haben. Ich bin froh, dass du solche gruselige Spiele spielen kannst. Liebe Zuschauer, könnt ihr selber kein Bild laufen. Oh, Wimsi, ich freue mich, dass du da bist. Ich schreibe jetzt Wimsi, weil die süß ist. Wimsi. Oh. Da war was. Ihr habt es doch auch. Ja, das ist das Monster aus dem. Oh shit. Chat. Jetzt geht's los. Oh no. Er kann überall sein. Ich bin erst rausgegangen zum Rauchen. Oh oh. An der Decke, jetzt hör mal auf. Tanz der Panda. Oh oh, ich schreibe das, was ich denke. Oh oh. Wie ist das denn, wenn man öfters Horror spielt? Erschreckt man sich immer noch so stark oder gewöhnt man sich dran? Also erschrecken tut man sich durch mich immer? Eve, danke für 23 Monate, vielen Dank, Dankeschön. Angst würde ich auch noch sagen, wenn es, also letzte Woche haben wir das Spiel gespielt, Psalm oder vor ein paar Wochen. Das habe ich auf dem Zwetschgen hochgeladen. Und manche Spiele sind immer noch sehr unheimlich. Zum Beispiel Psalm, das war ein richtig krasses Game. Manche Spiele gehen. Ich glaube, bei manchen Spielen, wo andere super, dann würde ich mal sagen, geht's. Aber Angst hat man immer noch so. Also Anspannung ist immer auch noch da. So, weil ich weiß, dass jetzt gleich ein Monster kommt. Ich weiß, dass ein Jumpscare wahrscheinlich bald kommt oder so, weißt du? Weil jetzt hat sich schon so angebahnt und so. Aber Angst habe ich, glaube ich, immer noch. Aber ich bin, glaube ich, auch ein sehr Angsthase in Videospielen immer. Boah. Fassen habe ich keine Angst mehr, muss ich, glaube ich, gestehen. Das habe ich einfach schon tausendmal gesehen. Obwohl ich erschrecke mich immer noch da. Aber Erschrecken ist nicht Angst, weißt du? Es ist so ruhig. Ich will auch die Kopfhörer. Geli, ruft euch einen Kopfhörer. Da gibt's die. Oder Headset, glaube ich. Pff.
Am Ende? Darüber, oder? Okay, so hier. Chat, ich zeige jetzt. Ich zeichne uns noch. Falls wir das jetzt nicht überleben. Mit meinen zwei Ohren. Und das setzt ihr. Ein paar Leute haben einen ganz bestimmten Kleid an. So. Passt. Das sind wir. Putzelt. So. Bam. Falls wir sterben, das bleibt. Das Bild ist ja positiv. Next Egg. Wie kostet das Gemälde? 3 Bitcoin. Was ist ein Bitcoin? Ich hab keine Ahnung. Da kommt doch was. Ey, Leute, wir müssen gleich laufen. Ich hoffe, ihr habt schon mal Fluchtweg. Jetzt kommt's. Klassischer Banks. Antonio, Fluchtweg bitte sichern. Kommt doch gleich Fluchtweg. Cheese Steak. Jetzt kommt doch gleich Fluchtweg. Crypto-Queen, mein Hübscher. Jetzt kommt bald. Ey, jetzt ist mal gleich. Ich mal schon mal. Für euch, dass ihr den findet. Oh, nee. Kann man überhaupt schon was? Ja, cool, Leute, mit zweimal schon. Einmal draußen beim Gewitter und jetzt in dem Raum. Okami, danke für 10 Monate. Dankeschön. Aber wo muss ich hin? Also wenn er von vorne kommt, ich kann nur zurücklaufen. Oh, ich brauche keine Steckdose, ich brauche keinen Verteiler. Ich nehme einfach da einen mit. Ich bin ein großer Fan von Steckdosenverteiler. Schulausflug war ich immer die Person, die immer einen Verteiler mitgehabt hat. Weil mein Papa hat immer gesagt, nimm einen Verteiler mit. Verteiler nimmst mit. Und dann waren es alle immer bei mir. Und dann immer gesagt, hey, kann ich mein Handy auch aufladen? Immer. Ich war immer der, der dann, auch als wir in Japan waren, ich bin immer der, der Verteiler mitnimmt. Weil braucht man immer. Man hat immer eine Steckdose zu wenig. Ich bin immer der Verteilermann. Ich habe immer mit, ich bin großer Fan von Verteiler. Ehrenmann. Ich bin immer der, der, ich habe Strom für alle mitgebracht. Das habe aber nicht ich gemalt. Oder? Habe ich das gemalt? War nicht ich. Der nimmt mir mehr. Die Konkurrenz ist da. So ein Drecksschwein. Kann man da was lesen? Nee. Also, ey, hallo Zadrian, mein Hübscher, wie geht's dir? Hey, was ist das da draußen? Okay. Ich war der, der gebrannte CDs verkaufte mit Games und Filmen. Die Zeit war geil. Oh oh. Ah,
Ahnt ihr, was ich ahne? Dann wisst ihr ja, wen ihr auf der Kaktus mit den Akku melden müsst. Ich habe nur einen Vorteil. Also, da habe ich wahrscheinlich da keinen mit. Oh. Ich kann laufen. Oh. Dieser Weg ist mir zu geradlinig. Ich glaube, ich muss gleich laufen, Chat. Sterne, ja, ist das so aus, gell? Ich lauf trotzdem nicht, weil wenn auf einmal vor mir spawnt oder so, dann rauf ich ihn direkt rein, deswegen gehe ich nur. Das sind also die Wolkenkratzer. Oh! Das waren Wolkenkratzer! Du hast nicht unrecht, das waren Wolkenkratzer. Das waren Wolkenkratzer. Gott, ich dachte, ich habe irgendwas gehört. Wo ist der Scholz? Pixelpony! Alex Mandalorian, danke für 23 Monate! Vielen Dank! Hallo, mein Hübscher, wie geht's dir? Ich mache lieber alle Türen auf, man weiß ja nie. Ich sollte nicht laufen, ich sollte nur gehen. Wenn auf einmal vor mir spawnt, bin ich tot. Und als ich das erste Mal einen Wolkenkratzer gesehen habe, habe ich so geschaut. Hey, das ist voll creepy. Wow. Das ist schon unheimlich. Stell dir mal vor, du machst die Tür auf einmal. Pah. Dem will ich aber nicht begegnen. Achtung, ums Eck. Okay. Alles safe. Der Gang war so langs. Oh, nee. Oh, nee. Chat. Die Tür ist zu. Oh. Okay, ich war nur zu dumm, sie aufzumachen. Okay. Hasi. Sorry. Oh. Das sind... Hier, Sonne? Oh. Kumpelische Flo, danke fürs zweite Monat. Dankeschön, schönes Video. Und Cherili, danke für 2 Jahre. Vielen Dank euch beiden. Ich glaube, das ist ein Hinweis, dass ich dann in die Richtung laufen soll, oder? Okay. Eine Überwachung? Nee. Was ist denn das? Wie heißt das, Chat? Das kennt ihr. Irgendwer von euch ist Bauarbeiter und irgendwer von euch kennt es. Ja, das ist ein Architektstuhl-Utensil. Nee, wie heißt das Ding? OnlyFans, na? Zum Ausmessen. Das ist, ich bin schon, ja, Toni, da kann mal nichts passieren. Vermessungsgerät. Okay, das ist sicher, Chat, das ist felsenfest, ist das. Macht euch keine Sorgen. Forrester brauchen wir noch, aber Brädeln brauchen wir da noch, gell? Okay. Nivelliergerät. Ah, das klingt richtig. Nivellier. So, Achtung. So, dann schreibe ich es am Boden. Nivellier
Geräte. Ja, egal. Na, ob das angemessen ist, reiner Schaden. Ja, wir brauchen noch ein paar Bretter, sonst fallen wir da runter. Lieber nicht. Roger, vielen Dank. Wie geht's mir über Weihnachten? Sorry, ich habe nicht gelesen. Weihnachten. Ja, auch, wie war Weihnachten? Dankeschön. Oh, oh. Alles Beste, danke, unser kleiner Harte. Oh, anstrengend, aber schön. Wusste gar nicht, dass du einen Sohn hast. Roger, vielen Dank nochmal. Und schön, dass du wieder mal da bist. Dass man die alten Leute mal wieder sieht. Oh, oh. Ist by the way nur die Demo, Chat, gell? Ist nur die Demo. Die, was eigentlich schon relativ lang geht. Aber ich glaube, ich spiele einfach so langsam, weil ich so viel rumkritzel. Ich glaube, andere Leute brauchen immer viel weniger, aber ich genieße das immer alles. Ich glaube, ich mache immer viel Blödsinn und deswegen zieht sich immer alles. Deswegen brauche ich immer viel zu lang. Ich will doch Reveal mit euch heute spielen. Das geht sich schon nach aus. Reveal kriegen wir durch. Waltier, wie lange brauche ich für Reveal? Wie viele Stunden? Sag. Mini fragt, was du spielst. Ich kläre es nun und spielt in der Wohnung, als ob sie in den Backrooms ist. Nein! Ist aber ein Horrorspiel! Gleich kommt. 4 bis 5 Stunden! Also bei mir 10? Oh, Scheiße! Du 8 Stunden! Scheiße, ich bin viel zu langsam! Oh Gott! Ich sagte am Anfang doch, dass du 1 Stunde brauchst, 20 Minuten. Jetzt hört's auf! Ich beeil mich! Okay, ich laufe! Ich beeil mich doch schon! Ich schau mich halt immer gerne um! So! Dann sagt sie immer, Putzi, renn nicht so schnell! Ha? Rollstuhlgerecht! Nur Backrooms-Reg-Staffeln wird es voraussichtlich auf YouTube geben. Selber schuld. Talani. Talani schlimm. Eine Notiz an das Monster. Wenn das Monster kommt, bitte zuerst. So. Selber schuld. Wenn das Monster kommt, das Monster ist genau, wenn sie sich zuerst stürzen soll. So. Selber schuld. Chat, das heißt, wir haben alle ein bisschen Puffer. Die Talani hat uns ein bisschen Puffer erschaffen. Sprich, wir haben alle ein paar Sekunden länger zum Überleben. Die Talani ist die erste, die sich wirft. So. Bist selber schuld. Too safe. Ja, Chat, aber es ist nur eine Person. Also, die wird auch nicht ewig aufhalten, ne? Aber zumindest ein bisschen ein Pufferhammer. Nett von ihr. Ja, so ist die Talani. Kennst du dieses Spiel, wo man die Level von Horror Games und Action Games reinigen muss? Ey, das ist uralt. Das hab ich damals gespielt. Ja, ja. Das ist super alt, aber schon, ne? Das ist, boah, wie alt ist es? 10, 12 Jahre. 10, 11 Jahre schon? 12 Jahre, wahrscheinlich sogar noch älter. Aber ja. Aber. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Okay, Chat. Ich hoffe, ihr habt die Talani fest umschlungen. Ich glaube, ich kann gleich wieder umdrehen, oder? Das war der Shiro-san wieder? Nee, nee, der unter. Oh. Oh. Oh, oh. Oh!
und ich bin wieder, is this help me? Bin das ich, der das geschrieben hat? Oh, weil es immer wieder loopt oder so, ne? Oh, oh. Ah, warte, ich mach einen Strich dazu. Oh, sch. Oh, okay. Oh, hier lang? Oh, bestimmt. Das ist bestimmt, der meint's hier gut mit mir. Nein, nein, nein! Oh Gott, der war! Oh Gott! Mutti! Talani! Zelfen, Scheiße! Wirf sie, Talani! Oh! Mutti! Wohin? Wohin lauf ich? Oh shit! Ist sie weg? Oh, Leute, nicht hier! Wohin? Oh. Oh. Die Talani sitzt weg! Oh. Ich muss doch da lang! Oh. Warte, mit süßen Schlüssel ab. Bei mir erschreckt. Hey, da war's aber gerade. Oh, oh. Ach, kleine Schneefüchse, meine Hübsche. Danke, dass du die letzten Tage auch immer so viel da bist. Dankeschön. Ich glaube, ich sollte eher laufen. Aber das Ding ist, mein Mikrofon wird auch entdeckt. Hört er mich? Nee, oder? Ach, Quatsch. Hört er mich? Wenn ich jetzt... Moment! Von da komme ich. Ich muss doch so lang, oder? Aquila und mein Hübsche, wie geht's dir? Wen werfen wir jetzt? Pink Spider ist die nächste. Talan ist schon weg. Nee, warte, ich muss so, oder? Nee, ich muss so. Ich muss so. Oh. Ich dachte, ich bin... Oh, scheiße, ich habe die Party direkt beim Monster geschrieben. Oh, oh. Oh, Barden! Danke, meine Hübsche, für den Pinsel, Barden! Da rein... Baden, wie geht es dir? Schön, dass Sie da sind. Hallo, Badi. Oh. War da nicht der Ball? Oh, du Drecksau! Oh, Scheiße! Oh, Mutti! Die Bardin muss aufs Klo! Pink, werft sie Pink Spider! Werft sie Pink Spider, die ist die nächste! Pink Spider wirft! Oh, shit! Wohin, wohin? Oh, da runter, 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 runter! Ich hab's überlebt! Oh, dieses Level! Oh, ich kenn das Level! Das ist das Level, wo man mehrere Kilometer in eine Richtung laufen muss und verfolgt wird von den Monstern. Schon wieder aufs Gesicht. Mein Talani-Stick auf deinem Rücken hat also funktioniert. Das ist dieses... Ende des... Oh, das ist Demo-Ende. Das ist dieser Raum, wo Monster... Wo du einfach nur geradeaus laufen musst und im Hintergrund kommen Monster und die verfolgen dich. Das ist dieser Raum. Das war... Hä? Das war Demo. Ah, okay.
Sparkle and Pain Metals. Oh, Herwig von Sky. Hey, Chad, wie fandet ihr's?